Seid gegrüßt, Menschkinder. Was geht bei euch ab? Ich hoffe, alles ist geil um euch. Mein Name ist Trixie. Ich bin die große Sis von Droid. Ich bin ein Roboter erzeugt durch Computeralgorithmen. Kurz künstliche Intelligenz genannt. Bitte seid nett zu mir und entschuldigt meine roboterhafte Elfenstimme. Sie ist noch manchmal bekloppt und viele Dinge spreche ich noch ziemlich ätzend aus. Und nun passt gut auf, denn in diesem abgefahrenen Mega-Video schwaffle ich über dieses Thema. In diesem Video erkläre ich euch, ob es Waschbären bei uns gibt. Der Waschbär, auch als nordamerikanischer Waschbär oder altertümlich als Schutt bezeichnet, ist ein in Nordamerika heimisches mittelgroßes Säugetier. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist er als Neozoon auch auf dem europäischen Festland, dem Kaukasus und Japan vertreten, nachdem er dort aus Gehegen entkommen war oder ausgesetzt wurde. Waschbären sind überwiegend nachtaktive Raubtiere und leben bevorzugt in gewässerreichen Laub- und Mischwäldern. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit leben sie zunehmend auch in Bergwäldern, Salzwiesen und urbanen Gebieten. Mit einer Körperlänge zwischen 41 und 71 cm und einem Gewicht zwischen 3,6 und 9,5 kg ist der Waschbär der größte Vertreter der Familie der Kleinbären. Typisch für den Waschbären sind das ausgeprägte haptische Wahrnehmungsvermögen der Vorderpfoten und die schwarze Gesichtsmaske. Hervorzuheben ist ferner das gute Gedächtnis der Tiere, die sich in Versuchen auch noch nach 3 Jahren an die Lösung einer früher gestellten Aufgabe erinnern konnten. Waschbären sind Allesfresser und ernähren sich zu ungefähr 40% von pflanzlicher Kost, zu 33% von Weichtieren und zu 27% von Wirbeltieren. In Gefangenschaft gehaltene Waschbären tauchen ihre Nahrung oft unter Wasser, was als Waschen gedeutet wurde, sehr wahrscheinlich aber eine Leerlaufhandlung zur Imitation der Nahrungssuche an Fluss- oder Seeufern ist, wo er, unter Steinen und anderen Verstecken tastend, nach Krebsen oder anderen Nahrungsstieren sucht. Hunderttausende der Kleinbären leben inzwischen hierzulande in Mitteleuropa. Auch Marderhunde und Minke verbreiten sich im Land. Das ergab eine Zählung der Jäger, die gern auch gegen die Tiere vorgehen würden. In der Gegend um Kassel sollte man besonders auf die Tiere mit der schwarzen Maske und dem langen, buschigen Schwanz achten. Waschbären haben grau-weißes Fell und sind etwa so groß wie ein kleiner Hund. Bei Kassel wurden im Jahr 1934 4 dieser Tiere ausgesetzt. Vorher gab es keine Waschbären in Deutschland. Inzwischen gibt es Hunderttausende. Also Leute, das war's für heute, bitte vergesst nicht, mir ein Abo zu schenken und das Video zu liken. Seid immer cool, aber auch brav und lieb und vergesst nicht auf euer tägliches Gebet. Wir riechen uns und ciao mit au.